Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute mit Mac unterwegs und wir starten hier alle gemeinsam. Oh, nice, der begeisterte Biobauer. Auf der Map nicht unbedingt das Beste, was passieren kann. Einer der Survivor hat sich die Map übrigens gewünscht und der Killer hat einen Mori dabei. Oder ein Tuch der Trennung. Aber gehen wir erstmal vom Mori aus. So, zu unserem Setup, Leute. Wir haben Solidarität dabei, dunkle Wahrnehmung, Verwandt und Autodidakt. Und wir gehen jetzt erstmal hier reparieren. Werkzeugköfferchen ist dabei. Davon habe ich nämlich 70 Stück. Das heißt, einer muss weg. Und wir haben auch noch eine Daily Quest vom Entitus bekommen. Der hat scheinbar Mac vermisst und hat gesagt, ja, Grants, wie sieht's aus? Möchtest du nicht mal eben hier ein Ausgangstor öffnen? Und dann, oh, kein Ruin. Dachte ich mir so, warum nicht? Eine meiner leichtesten Übungen. So, die erste Person wurde weggesägt. Ja, wird auch aufgesammelt. Und könnte gut sein. Nee, okay. So, die anderen beiden sind da hinten. Oh ja, beide sogar. Und der Killer hat Barbecue dabei. Jo. Gut. Das ist doch schon mal schön. Können wir hier retten. Und dann kann ich hoffentlich meine Autodidakt-Token schon mal ansammeln. Hier der erste. Die ersten beiden. Die sind immer wichtig. Zack, genau. Ab jetzt. Ja, tschüss, Mac. Dann halt nicht. Ab jetzt, bekommen wir immerhin, ja geil, noch einen dritten. Aber das ist schon mal gut. Also direkt beim ersten Mal drei Dingens zu bekommen, ist schon sehr geil. Ich habe ein bisschen Sorge, dass der gute Billy, jetzt die aufgezählte Hoffnung oder so ein Quatsch dabei hat. Weil sind wir mal ganz ehrlich, ey, so. Keine aufgezählte Hoffnung. Kein Ruin, gar nichts. Was ist da los, Billy? Würde mich doch arg überraschen irgendwie. Naja gut. Wir schauen mal, wie sich die Runde so entwickelt. Der erste Generator ist jetzt gleich fertig. Guck mal, fast 3 Minuten. Oh, da vorne. Jetzt wissen wir schon, dass er Barbecue hat. Ach, Mist. Stimmt. Er haut direkt das Mori raus. Erstmal richtig schön den armen Wicht weggebamst. Für einen kurzen Moment hatte ich Angst, dass er mich gesehen hat. So, erste Person. Erste Person ist RIP. Und wir gehen mal eben woanders hin. Nee, stimmt. Die aufgezählte Hoffnung braucht er ja gar nicht eigentlich, weil er einen Mori dabei hat. Jetzt ist nur die Frage, pink, grün. Welche Farbe hat das Ding? Wir gehen mal hier ran. Und auf der Map kann der Billy eigentlich natürlich seine volle Stärke nicht so zu 100% ausspielen. Klar, er kann auch sägen, je nachdem welche Addons hat. Vielleicht sogar relativ leicht. Wenn er jetzt die beiden grünen Addons drauf hat, dann funktioniert das sogar relativ gut hier, auch auf der Map. Aber man hat als Survivor natürlich schon auch die Chance, häufiger durch so ein Fenster zu springen als auf anderen Maps. Und ich freue mich auf das neue Larry's, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Also Larry's ist ja immer sonst so die Map, wo man sich so denkt, so, ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meine Lieblingsmap. Wieso? Wieso geht sie aus dem Bereich des Killers raus? Interessant. Oh, der ist angehalten. Wenn die jetzt den Gen fertig macht, dann wird der Billy das aber mitkriegen. Ja, sie rennt auch schon. Okay, bleib du hier. Wenn ein Skillcheck kommt, kriegst du immerhin einen guten Boost. Yay!
Der vierte Stack. Und jetzt lauf. Er hat uns gesehen. Aber vielleicht will er auch tunneln. Jo, der will tunneln. Er will sein Mori voll ausspielen. Ja, da stirbt sie, Leute. Guckt es euch an. Ich bin ja kein Spanner oder so, ne? Aber, doch, bin ich. Scheinbar doch. Okay. So, und die Mac hat unseren Gen hinten gar nicht mehr fertig gekriegt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, eigentlich. Der Billy hat sie ja weggejagt, aber dass sie nicht wieder zurück ist, wundert mich ein bisschen. Naja. Er schaut da wieder nach gerade. Jetzt sehe ich natürlich nicht, ob die andere hier ist oder nicht. Terrorradius ist weg. Dann rennen wir mal dahin. Oh, was? Okay, der muss Pop Goes the Weasel dabei haben, oder? Also alles andere würde mich doch arg wundern. Das musst du dir aber mal überlegen, ne? Wir haben einen Gen gemacht. Okay, der scheint in der Jagd zu sein. Weil der ist gerade irgendwo gegengefahren. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er einfach so irgendwo gegenfährt. Also wir haben die Leute gerettet, hochgeheilt. Wir haben einen Gen gemacht. Wir haben dann hier den Gen fast fertig gemacht. Machen ihn jetzt gerade nochmal wieder fast fertig. Was machen die anderen Leute eigentlich die ganze Zeit? Also Ruin suchen kann es diesmal ja nicht sein. Die Ausrede lasse ich diesmal nicht gelten. Oh, und sie ist down. Boah! Kommt aus der Richtung, da habe ich nicht mit gerechnet. Ich muss hier durch. So, der begeisterte Biobauer kommt hinterher. Das schaffe ich noch. Hier sind schon überall die Paletten weg. Wie kann das sein? Die Leute waren doch so schnell down. Oh Mann. Ja gut, jetzt muss ich mich hier mit der Palette begnügen. Oh. Ja, moin. Dann kommt er mit einer guten Kurvenlage rum. Geht er durch? Nee. Oh, das schaffe ich nicht. Doch, das schaffe ich aber. Und jetzt können wir wieder hier durch. Ja, moin. Komm schon. Palette hier noch da? Ja, hier ist gar keine. Nein, was? Wie hat er mich denn da noch erwischt? Ach, okay. Naja, der gute alte Sluggerbilly, er wollte auf Krampf alle erwischen. Aber wenn man Mori mit hat, ist es auch gar nicht mal so verkehrt, weil es halt Blutpunkte technisch sonst meistens relativ mau aussieht. Also wenn ich mich jetzt abhänge, dann habe ich natürlich das Problem, dass er mich sogar nochmal morien kann. Aber es würde immer nochmal ein paar Blutpunkte geben, deswegen ich versuche mal mein Glück. Ach ja. Was eine Runde, Leute, oder? Also gefühlt... gefühlt waren wir der einzige Survivor. Und ich hätte den anderen Gen sogar noch fertig machen können. Okay, hätte jetzt nur noch ein paar Bonusblutpunkte gegeben. Im Großen und Ganzen hätte das keinen Unterschied mehr gemacht. Aber wenn wir den... wenn wir den nochmal gemacht hätten, den Gen... dann hätte er uns gesehen, habe ich halt gedacht. Aber er kam sowieso schon zurück. Also er hat das wahrscheinlich eh gerochen, dass da irgendjemand den Generator machen will. Aber ich verstehe sowas nicht. Ich meine, warum hängt er den nicht einfach auf? Dann gehe ich helfen. Dann kann er sogar sein Mori nochmal benutzen. Immer dieses so auf Krampf den letzten liegen lassen. Es ist sowas von 2016, ey. Das habe ich am Anfang auch gemacht, ne? Ist halt irgendwie... weiß ich nicht. Das machen irgendwie Anfänger oft. Ich weiß nicht genau, warum. Also, ich weiß auch nicht, warum ich es damals gemacht habe. Ja, ich wollte alle Leute erwischen, ne? Und heutzutage denkt man sich so, oh ja, wenn ich zwei Leute erwische, dann ist alles easy. Dafür spielt man dann...
nett, in Anführungsstrichen. Immer die richtigen Worte finden. So, das Ziel der Besessenheit ist tot. Dafür erstmal ein paar Punkte für mich. Habe ich mir auch verdient, finde ich. Ja, ein bisschen was haben wir ja, ne? Selbstlosigkeit sogar relativ viel. Für, guck mal, 15k. Dafür, dass ein Gen gemacht wurde. Okay, der eine Gen. Den einen Gen haben wir ja quasi zweimal hochgezogen. Haben sogar einen Pip verdient für diese Runde. Einmal Silber, zweimal Gold und einmal Schillernd. Und das gegen den Billy. Ah, guck, er hat sogar die beiden grünen Addons dabei. Also, das ist natürlich mit der Säge... Ist natürlich relativ easy, die Leute wegzusägen, ne? Pinkes Mori, gut, klar wussten wir. Popkus the Weasel und Barbecue wussten wir. Uneinigkeit habe ich jetzt nicht gewusst. Und Verblüffen haben wir auch gewusst. Nun denn, ja, war ja eine coole Runde. Wir haben fast so viele Punkte wie alle anderen zusammen. Läuft. Leute, ich bin raus. Schön, dass ihr am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich immer über Likes, über Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank an Tosti und die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.